Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Pouvenirbrief-Video. Wundert euch nicht, wenn ich in den nächsten Pouvenir-Videos die gleichen Klamotten trage, denn ich drehe heute 4 Videos und die kommen ja dann alle so nach und nach online. Und wir fangen heute an mit dem Brief Nummer 18. Da möchte ich kurz einmal vermerken, dieser Brief kam so bei mir an, also da oben steht meine Adresse, da war nur so ein Herzchen drauf. Und hier hinten war gar nichts drauf. Da habe ich jetzt nur die 18 drauf geschrieben, weil ich ja die Reihenfolge immer so einhalten möchte. Und da stand nichts drauf. Und das Problem ist, Also ich bekomme manchmal von euch ja auch Karten und Briefe so zugeschickt. Einfach nur so, die jetzt gar nichts mit dieser Pouvenir-Aktion zu tun haben. Und in diesem Fall wusste ich jetzt nicht, ist es jetzt ein normaler Brief oder ist es ein Pouvenir-Brief? Und dann habe ich den aufgemacht. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass er sehr lang ist, dass er handschriftlich ist und dass auch unten dann am Abschluss des Briefes kein Name steht. Das heißt, er ist komplett anonym und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es ein Pouvenirbrief ist. Aber ich möchte euch bitten, wenn ihr einen Pouvenirbrief schreibt, dass ihr dann, so wie jetzt hier, da auch wirklich Pouvenir drauf schreibt, weil sonst bringe ich es durcheinander. Ne? Sonst weiß ich nicht, ist er jetzt für Pouvenir oder ist er nur für mich? Weil manchmal der Inhalt auch ähnlich ist. Also ihr habt mir ja früher auch schon Briefe geschrieben, in denen ihr mir euer Herz ausgeschüttet habt und so. Und das kann halt auch dann sein. Und deswegen bin ich mir da nie so sicher. Ja, und ich lese den jetzt erstmal vor und bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Also der Brief wurde geschrieben am 20.11.2016. Und der fängt so an. Hallo, liebe Kossi. Ich schaue deine Videos nun schon seit etwa 5 Jahren. Zugegebenermaßen kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich überhaupt auf deinen Kanal gestoßen bin. Ich weiß nur eines. Er hat mich schon durch so einige Lebenskrisen begleitet. Ich habe beispielsweise seit einigen Jahren mit Depressionen, Angstzuständen und, wenn es ganz schlimm ist, sogar mit Suizidgedanken zu kämpfen. Diese Thematik möchte ich hier allerdings nicht vertiefen. Stattdessen möchte ich die Möglichkeit, dir anonyme Briefe zu schreiben, dafür nutzen, dir etwas anzuvertrauen, was ich sonst niemandem erzählen kann. Ich bin nun 24 Jahre alt und hatte bisher nie eine Beziehung. Ich bin kein Mensch, der viele Freunde hat und verbringe den Großteil meines Lebens alleine. Verliebt war ich bisher nie, weshalb ich bis vor kurzem auch noch Jungfrau war. Doch seit dem 9.10.2016 trage ich ein Geheimnis in mir, das ich dir nun verraten möchte. Das Schicksal hat mich mit einem Mann bekannt gemacht, der mir von Anfang an sympathisch war. Ich mochte seine ganze Art, wie er steht, wie er geht, wie er redet, wie er lacht. Kurz gesagt, ich verliebte mich in ihn. Ich habe mich zunächst nicht getraut, ihm zu sagen, wie sehr ich ihn mag und habe es für mich behalten. Bis er dann am 9.10. den ersten Schritt gemacht hat. Er hat mich angerufen und mir nach einem stundenlangen Gespräch seine Zuneigung gestanden. Auch er hatte sich in mich verliebt. Es verging kaum ein Tag, an dem wir nicht telefonierten. Eine Woche später ergab sich sogar eine Gelegenheit, dass ich ihn bei sich zu Hause treffen konnte. Er spielte Keyboard für mich, sang, zeigte mir seine Familienfotos und den Ausblick aus seinem Fenster auf eine mittelalterliche Burg. Wir küssten uns, wir liebten uns und wir lieben uns noch immer. Noch nie habe ich so etwas gefühlt. Ich liebe ihn jeden Tag. Ich denke an ihn, wenn ich schlafen gehe und ich denke an ihn, wenn ich aufwache. Am schlimmsten sind die Abende. Denn dann beginnt die Zeit, in der normale Paare gemeinsam auf der Couch sitzen und es sich gemeinsam gemütlich machen. Ich denke dann an all diese Paare und daran, wie gut sie es haben, weil sie nicht getrennt voneinander sind. Der Mann, den ich liebe, ist verheiratet, hat Kinder, die ebenfalls schon Kinder haben, und ist 41 Jahre älter als ich. Er ist 65 Jahre alt. Viele Menschen werden ihn nun verurteilen, weil er seine Frau betrügt und ihn als schlechten Menschen abstempeln. Aber das ist er ganz und gar nicht. Seine Ehe war und ist immer noch glücklich. Nie würde ich zulassen, dass er seine Frau für mich verlässt. Er ist seit 40 Jahren glücklich mit ihr, auch wenn sich nach so langer Zeit natürlich eine gewisse Routine in die Beziehung schleicht, durch die möglicherweise das Liebesleben auf der Strecke bleibt.
Moment, jetzt kommt bei vielen der Gedanke auf, er suche deshalb eine gewisse sexuelle Abwechslung oder einen besonderen Kick. Aber ich war bis dahin Jungfrau und hatte keinerlei Erfahrungen. Unsere Beziehung ist viel mehr emotional als sexuell. Natürlich küssen wir uns und tun auch andere sexuelle Dinge. Doch das ist nicht der Grund, warum wir so zusammen funktionieren. Wir mögen dieselben Dinge, können uns stundenlang unterhalten, ohne dass es langweilig wird. Und Kossi, du müsstest einmal seine Augen sehen. Die Art, wie er mich ansieht, ist so unglaublich romantisch. Sein Gesicht ist so voller Liebe. Und nie hätte ich gedacht, dass ein Mann mich einmal so ansehen würde, wie er es tut. Er ist kein schlechter Mensch. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich war so allein. Und auch wenn wir beide wissen, dass unsere Liebe keine Zukunft hat, will ich die Tage und Wochen nicht missen, in denen er mir die Einsamkeit genommen hat. Und ich werde ihn immer lieben, bis zu unserem Tod und darüber hinaus. Und noch einmal auf dich zurückzukommen. In all dem Chaos haben deine lustigen und manchmal verspielten Videos mir Halt gegeben. Meine Welt ist wie das Innere einer Schneekugel. Sie wird andauernd auf den Kopf gestellt und durcheinander gewirbelt. Und du, liebe Kossi, bist die Schneekugel, die das Ganze zusammenhält und dafür sorgt, dass das alles nicht aus den Fugen gerät. Obwohl ich dich nicht persönlich kenne, in Klammern, außer dass wir 2 bis 3 Mal gechattet haben. Gechattet? Bestimmt bei Facebook geschrieben oder so. Bist du wie eine langjährige Freundin für mich, der man alles erzählen kann, ohne dass sie über einen urteilt. Danke dafür. Ja, bitte, Liebe, keine Ahnung, es steht kein Name drunter, es sind keine Initialen und gar nichts. Ich fühle mich natürlich auch an dieser Stelle wieder sehr geehrt, dass ihr mich teilweise so seht. Und ihr wisst natürlich, dass es nicht so ist, also dass ich eben nicht eure Freundin bin, weil wir uns ja nicht persönlich kennen. Aber wenn ich euch durch das eben, was ich mache, helfen kann, freue ich mich natürlich. So, und jetzt möchte ich natürlich auch noch meinen Senf abgeben zu deinem Brief, denn du hast mich jetzt nicht irgendwie um Rat oder so gefragt und Rat wirst du auch gar nicht brauchen und möchtest du auch gar nicht hören. Denn ich hatte in meinem dritten Blubber-Blubber-Vlog Adventsgedönse-Video so eine ähnliche Sache. Da wurde ich allerdings gefragt, was ich davon halte. Und auch da habe ich halt gesagt, also ich werde den Teufel tun, mich als Moralapostel da irgendwie hinstellen. Mein Gott, ich bin 47 Jahre alt, ich habe auch Dinge erlebt und natürlich nicht nur ich persönlich, sondern auch meine Freunde. Das erlebt man ja alles dann irgendwie mit. Und deswegen würde ich nie über jemanden urteilen, der seinen Partner betrügt. Für mich persönlich schließe ich es aus. Also ich habe noch nie jemanden betrogen, bis jetzt. Aber ich war auch noch nie 40 Jahre mit dem gleichen Typen zusammen. Ich weiß nicht, wie es ja dann irgendwann mal wäre. Ich weiß aber auch, dass man tatsächlich 2 Menschen auch lieben kann. Also jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung so, aber eben aus dem, was ich halt so mitbekomme, dass ein Mensch 2 Menschen lieben kann. Den einen, also den Partner, mit dem er halt lange zusammen ist, weil das ganz andere Werte oft sind, weil die Paare natürlich echt total lange zusammen sind. Und dann kommt jetzt ein neuer Mensch. In deinem Fall spielt natürlich der Altersunterschied auch eine Rolle. Er ist halt 65, du bist 24, war das, glaube ich. Und es ist für ihn natürlich auch schön, wenn da jemand ist, wenn da eine Frau ist, die ihm Komplimente wahrscheinlich auch macht und die ihm nochmal das Gefühl gibt, auch vielleicht für die Stunden, die ihr euch dann seht, auch selber nochmal ein bisschen jünger zu sein. Also das glaube ich schon. Ich würde weder ihn verurteilen, noch würde ich dich verurteilen, um Gottes Willen, weil ich halt auch weiß, was Liebe mit Menschen macht. Und ich weiß, da kann man sich noch so viel sagen, oh, das ist unvernünftig, was wir hier jetzt machen. Das ist einfach scheiße, was wir jetzt hier machen. Aber du kannst es nicht steuern, wenn du den Menschen liebst. Das Einzige, was ich dir mit auf den Weg geben könnte, und du bist halt noch sehr, sehr, sehr jung, dass ich für dich hoffe und dir wünsche, dass du nicht irgendwann an einen Punkt kommst, also man weiß ja auch nicht, wie lange das Ganze jetzt geht, ne? Manchmal kommt sowas ja auch plötzlich raus, aus irgendeinem Grund, und dann ist ganz wie Theater und so. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es jetzt über Jahre hinweg und so geht und dann aus irgendeinem Grund wird das Ganze dann irgendwie beendet, keine Ahnung. Oder einer von beiden verstirbt vielleicht, wird krank oder solche Dinge. Und ich wünsche dir einfach nur, dass du dann
nicht eines Tages an so einen Punkt kommst, an dem du dir sagen musst, scheiße, ich habe die besten Jahre meines Lebens verschenkt, weil du bist eben noch sehr jung. Selbst wenn man älter ist und vielleicht über Jahre hinweg sowas erlebt wie du jetzt auch, ne, dann, also gerade wenn man älter ist, ist es vielleicht sogar noch schlimmer, dass man denkt, scheiße, ne, die ganzen Jahre, die hätte ich jetzt schon längst mit jemandem leben können, der einfach zu mir steht, der mich akzeptiert und der mit mir zusammen ist. Und zwar so zusammen ist, dass die ganze Welt es sehen kann und so. Wir gehören einfach zusammen und jeder kann es sehen und so. Und ne, die Jahre, die du jetzt so verbringst, also ne, wie gesagt, genieße die Zeit. Also er holt dich ja natürlich aus deiner Einsamkeit raus und auch aus deinen Depressionen wahrscheinlich ja auch und so. Ne? Ich hoffe eben nur, dass du nicht an diesen Punkt kommst, an dem du dann irgendwann sagst, scheiße, jetzt habe ich hier 5 Jahre meines Lebens ne, verschenkt. So denkst du jetzt nicht, weil du jetzt verliebt bist. Und weil er natürlich auch noch der erste Mann in deinem Leben ist, ne? Natürlich. Deswegen, wie gesagt, wirst du solche Ratschläge sowieso nicht hören wollen. Es ist auch kein Ratschlag, es ist einfach nur für mich ein Wunsch, den ich dir halt mitgebe, dass du nicht irgendwann, wie soll ich sagen, Liebe kann auch weggehen. Also man verliebt sich, ich war schon so oft in meinem Leben verliebt und wenn ich die Männer alle noch lieben würde heute, dann hätte ich hier 20 Kerle an der Backe. Ne? Es ist so, Liebe geht auch natürlich irgendwie wieder, was heißt natürlich, also es gibt auch Liebe, die natürlich bis zum Tod bleiben kann und immer, wenn man verliebt ist und wenn man jemanden liebt, denkt man, das wird nie anders sein. Aber wenn man dann ein paar Mal erlebt hat, dass tatsächlich die Liebe auch wieder weggehen kann, weiß man eben auch, nicht immer hält eine Liebe für immer und ewig. Ne? Ja, und wie gesagt, und ich hoffe für dich oder wünsche dir eben auch, dass du diese Zeit dann meinetwegen ja auch genießt, aber dass du nicht irgendwann, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist oder was auch immer, wenn irgendwas passiert, dass du aus irgendeinem Grund mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein kannst, dass du dann nicht bereust. Also, dass du dich zwar zurückerinnerst, ja, ich habe eine super schöne Zeit gehabt und so, ne, aber diese Jahre hätte ich vielleicht nutzen können, um eine eigene Familie zu gründen, Kinder zu haben oder was weiß ich. Ne? Also das, ja, schwierig. Ja. Aber gut, du bist glücklich und das ist im Moment natürlich die Hauptsache. Und ich hoffe, egal was passiert, dass du es halt bleibst. Aber, ja. Lass es dir sagen von einer Frau, die eben schon, ja, es hört sich immer blöd an, wenn ich immer sage, die schon ein bisschen älter ist, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat und so. Aber ich weiß es einfach. Ich weiß, dass auch die größte Liebe, die allergrößte Liebe, von der man wirklich denkt, die geht nie vorbei. Nie. Die wird auch irgendwann vorbeigehen. Es sei denn, man bleibt wirklich bis zum Tod mit demjenigen zusammen. Aber ich kenne niemanden. Also in meinem Freundeskreis jetzt oder so, ich kenne niemanden, der immer und ewig mit seinem Partner zusammen war. Alle sind irgendwie schon geschieden, getrennt oder was weiß ich auch immer. Ne? Ja, okay, also, ne? Ich wünsche dir alles Gute und nochmal vielen Dank für deine lieben Worte vor allem auch und für die Komplimente im Prinzip, die du mir gemacht hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.